So, die heutige Linksnet Talks Ausgabe startet erstmal mit einer Triggerwarnung, denn es geht heute um die Themen rassistische Gewalt, Polizeigewalt, besonders auch in Leipzig. Und wir machen eine kleine Reihe zu diesem Thema allgemein und es wird 3 Folgen geben. In den kommenden Folgen wird es uns noch um die Kolonialproblematik im Zuge des Leipziger Zoos und des Humboldt-Forums gehen. Und es wird abschließend zu der Reihe auch eine Folge geben mit dem Ausblick darauf, wie der politische Kampf und auch wie der Kampf für Aktivistinnen in Zukunft weitergehen kann. Genau, wir haben dazu heute hier 3 Gäste im Linksnet-Talk und ich würde sagen, ihr stellt euch vielleicht erst einmal alle vor. Okay, dann fange ich mal an. Ich bin Idris. Ich bin Mitglied bei Diversiv, das ist ein BIPOC-Kollektiv aus dem Leipziger Osten und wir machen so Vernetzungsarbeit, Bildungsarbeit und antirassistischen politischen Aktivismus. Und genau, so viel erstmal von mir. Ja, dann mache ich weiter. Mein Name ist Larissa Nägler. Ich bin Mitglied der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland und genauer gesagt der Lokalgruppe hier in Leipzig. Und arbeite unter anderem als Psychologin für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Mein Name ist Biko und ich studiere Jura, bin hoffentlich bald fertig und bin Mitglied bei Black Lives Matter. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle dabei seid und ich würde sagen, wir starten erstmal mit einem kleinen Rückblick auf die Ereignisse im Mai, Juni 2020, als die Black Lives Matter-Proteste in den USA gestartet sind. Vielleicht gehen wir noch mal kurz drauf ein, was genau da vorgefallen ist. Vielleicht möchte sich da einer von euch zu äußern zuerst. Ja, also ich glaube, das kann man auch noch mal unterteilen in verschiedene gesellschaftliche Prozesse, die da stattgefunden haben. Also alles hat ja begonnen damit, dass im Mai letzten Jahres der schwarze Afroamerikaner George Floyd von einem Polizisten ermordet worden ist. Und das ist aber natürlich nicht das allererste Mal, dass sowas bekannt wird und dass so etwas passiert in Amerika oder weltweit. Aber das Besondere war, so denke ich zumindest hierbei, dass es ein Video von diesem Mord, von dieser Tötung gab an George Floyd. Und dieses Video ist fast zeitgleich im Internet erschienen und so konnten trotz der Lockdown-Bedingungen aufgrund von dem Coronavirus letztes Jahr Millionen von Leuten das Video ansehen und haben es sich angesehen. Und ich denke, dass das ein großer Faktor war auch darin, dass, dass dieser Mord von einem Polizisten an einem schwarzen Menschen in Amerika so eine große Bewegung losgetreten hat dann im Folgenden. Nicht nur in Amerika, sondern eben dann auch in Europa und in Deutschland und eben auch hier in Sachsen. Genau, und ich glaube, was du auch so ein bisschen erwähnt hast, Larissa, ist auch, dass Polizeigewalt eben nicht nur auf die USA beschränkt ist, sondern also gerade rassistische Polizeigewalt in nahezu eigentlich allen westlichen Staaten vorkommt, wo es eine weiße Mehrheitsgesellschaft gibt. Genau, deswegen ist auch rassistische Polizeigewalt auch in Deutschland und in Leipzig auch immer ein Thema. Und eben auch mit all seinen Folgen, eben auch mit Tötungen, verletzten Menschen, traumatisierten Menschen. Genau. Und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, warum eben ein Video, was in den USA aufgenommen worden ist, dass das dann auch dazu führt, dass eben nicht nur die USA betroffen ist von diesem Protest, sondern der sich eben auch weltweit äußert. Genau. Und ich denke, dass tatsächlich auch dieses Video sozusagen eine Mehrheit in der Gesellschaft auch nochmal angesprochen hat, also nicht nur darauf hingewiesen hat, dass es diese Gewalt gibt an schwarzen Menschen weltweit,
sondern dass es sozusagen jetzt auch öffentlich debattiert werden kann und das Video sozusagen auch als eine Form von Beweismaterial und eben dann auch Diskussionsgegenstand geworden ist. Obwohl es natürlich nicht mehr an dem Fakt, dass eben schwarze Menschen von der Polizei Gewalt erfahren und ermordet werden, wie in dem Fall, an dem Fakt gab es natürlich nichts mehr zu diskutieren, aber dieser Fall hat eben dann tatsächlich zu einer Initialzündung geführt, insofern, dass halt eben sich viele Menschen, viele schwarze Menschen, viele betroffen von Rassismus, aber so wie ich es auch beobachtet habe, natürlich viele weiße Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, dieser Bewegung angeschlossen haben und so ja auch den Protesten, den Black Lives Matter Protesten, auch in Deutschland. Ja, an dem Punkt würde ich auch gerne anknüpfen, dass es mir halt auch aufgefallen ist, also aus der nicht schwarzen Perspektive, ich würde mich als migrantisch gelesene Person oder migrantisch markierte Person sehen, dass es halt so einen Eventcharakter hatte und dass viele Leute auf Demos waren, was Larissa ja auch gerade schon sagte, die davor vielleicht nicht auf Demos waren und es auf der einen Seite vielleicht gut ist, dass eine gewisse Sensibilisierung mit dem Thema da war, aber dann halt auch die Leute sich die Frage gefallen lassen müssen, okay, wo wart ihr gestern, als es auch schon um schwarze Personen ging, die durch Polizeigewalt gestorben seid, so, und wo seid ihr eigentlich morgen, wenn es dann halt auch um rassistische Gewalt oder Polizeigewalt im Osten geht, in Ostdeutschland geht. So. Ja, das kann ich auf jeden Fall nur unterstreichen. Also diese Frage nach, wo wart ihr denn davor oder warum denn erst jetzt, kam mir auch tatsächlich, als ich dann in der Situation war, dass ich auf einmal auf eine riesen Menschenmasse eben auch von weißen Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, bei der Black Lives Matter Demo in Leipzig getroffen bin. Und es war für mich eigentlich sehr überraschend zu sehen. Ich war sehr überwältigt. Natürlich war ich auch positiv überrascht, denn man hat auch viele Schilder und Protestplakate gesehen, auf denen ganz klare Botschaften zu lesen waren von eben weißen Menschen, wie zum Beispiel das Thema White Fragility und also ganz klare Botschaften und die Forderung nach Selbstreflexion in der weißen Gesellschaft. Das hat mir sehr gut gefallen, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, wo kommt das jetzt auf einmal her? Hat das wirklich alles nur mit diesem Video zu tun? Hat es wirklich den Mord an einem schwarzen Menschen live auf Video gebraucht, damit diese Bewegung losgetreten worden ist? Also das hat, wenn ich richtig verstanden habe, bei Idris auch bei mir so einen leichten, bitteren Nachgeschmack hinterlassen, auch im Nachhinein noch, wo ich mich frage, in welche Richtung geht das und wie lange hält das an? Genau, da gibt es ja auch einige Aufhänger, wenn man das aufgreift, was du gesagt hast. Zum Beispiel denke ich immer daran, dass es eben ja auch in Dessau zum Beispiel schon vor vielen Jahren eben den Fall von Uri Jalloh gab, der da in Polizeigewahrsam verbrannt ist. Da wird zwar auch jedes Jahr sind da Proteste, aber sie sind ja sehr viel kleiner und sie haben ja vor allem nicht so ein Riesenausmaß losgetreten, auch an Beteiligung. Und da stellt sich natürlich eben die Frage, warum da einfach das scheinbar noch nicht ausgereicht hat, ne? Dass da sich mal jemand bewegt hat und dazu was passiert ist. Und ebenso ist es ja eben auch ein Problem, dass es zur Polizeigewalt gerade ja auch in Deutschland viel zu wenig Fälle gibt, die verzeichnet sind. Da kommt ja immer gerne das Argument des Einzelfalls, das aber, wie eigentlich mittlerweile jeder weiß, halt nun mal aber einfach nicht stimmt, ja. Was ich andererseits aber sehr schön fand, also um nochmal kurz auf die Demo zurückzukommen, sehr schön fand, war, dass Black Lives Matter auch nicht nur von schwarzen Menschen getragen worden ist, sondern auch sehr viele Leute aus der BIPOC-Community mit am Start waren und ganz viel so Technikkram gemacht haben und ja auch so in Orga-Fragen mit dabei waren und auch auf Social Media unterstützt haben. Genau, und das fand ich sehr schön auch zu sehen, dass diese BIPOC-Community oder diese migrantisierte Community in Leipzig da auch ziemlich eng zusammen und
genau, das ist ja nicht nur da, also, sondern auch bei vielen anderen Projekten. Und genau, das war zumindest für mich mega empowernd. Ja, genau, auch zu diesem Punkt. Ich habe auch generell das Gefühl, dass, ich meine, ich wohne selber im Leipziger Osten, deswegen kann ich das nur für den Osten sagen, aber dass es schon auch deutlich mehr noch Gruppierungen gibt, die mir auch bekannt sind oder Leute, die irgendwie aktiv sind. Und das, glaube ich, bestimmt auch sozusagen einen Aufschwung letztes Jahr bekommen hat, dadurch, dass halt auch verschiedene Organisationen gewisse Demos zum Beispiel organisiert haben. Ja, ich glaube, man kann auf jeden Fall auch positiv verzeichnen, dass, dass durch diese Organisation und natürlich auch dann am Ende wiederum durch diesen Mord an George Floyd viele Vernetzungen erst stattgefunden haben in Leipzig und vielleicht auch darüber hinaus und neue Bündnisse entstanden sind innerhalb der BPOC-Community in Leipzig. Und das auch nachhaltig bis jetzt tatsächlich über verschiedene Grenzen und Gruppen hinweg. Und das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall ein positiver Effekt. Also ich stimme auf jeden Fall zu, gerade dass es ja auch mal mehr Resonanz erzeugt hat, auch in, sag ich mal, anderen Teilen der Gesellschaft, ist ja sehr wichtig. Und ja, seit Corona dann doch mal ein bisschen schlimmer geworden ist, sag ich mal, es ist ja doch ziemlich ruhig geworden um diese ganze Thematik, was natürlich eigentlich sehr schade ist, weil ja, es gibt ja nach wie vor sehr viel zu tun und es ist ja jetzt nicht so, als wäre das Thema abgeschlossen. Und genau, da würde ich vielleicht als nächsten Aufhänger eben nochmal zu der Polizeigewalt kommen. Und genau, wie gesagt, ist es so, dass hier immer wieder gerne von Einzelfällen die Rede ist, da gerade was so belegte Fälle, Empiriezahlen gibt, ist die Zahlenlage, sage ich mal, relativ dünn. Und da gibt es ja die Death in Custody-Kampagne, die eben rassistische Gewalt durch Polizei zu quantifizieren versucht. Vielleicht will da einer von euch mal näher etwas zu erzählen. Ja, also was mir bei Statistiken vor allem in diesem Feld immer so auffällt, ist, dass es halt die Frage ja immer, wer macht die Statistiken? Also was für eine Organisation ist das? Das natürlich quasi ist sozusagen anerkannte Fälle von Polizeigewalt gibt und nicht anerkannte Fälle, dann ist die Frage, wer geht überhaupt? Also wenn ich von der Polizei kontrolliert werde und rassistisch beleidigt werde und mir Gewalt angetan wird, gehe ich dann zur Polizei danach? Also, ne, also wenn ich halt ein Vertrauen in die Institution verliere, warum soll ich dann wieder zu dieser Institution gehen und quasi um Hilfe bitten? Genau, und dadurch, dass quasi dann einfach viel weniger Fälle eigentlich sozusagen verzeichnet oder bekannt sind, auch den Leuten, die sich damit mehr beschäftigen, hat es für mich so ein bisschen die Schlussfolgerung auch, dass eigentlich die Kämpfe, die man irgendwie auch so führt gegen eben Polizeigewalt oder zumindest auch tödliche Polizeigewalt, dass ja auch immer Kämpfe sind für die Namen, die wir noch nicht kennen eigentlich. Ja, würde ich dir auf jeden Fall auch zustimmen. Und genau, was einfach problematisch ist, du hast es ja gerade angesprochen, Anni, es gibt halt leider wenig Empirie, was Polizeigewalt angeht. Also es gibt zwar ein bisschen was, aber genau nicht genug. Und der Grund ist natürlich einfach, die Polizei will nicht, dass man zu sehr in diese Institution reinschaut und genau, es werden immer wieder auch Steine in den Weg gelegt, um solche Zahlen eben zu ermitteln. Und natürlich bezichtigt sich ja auch kein Polizist oder die Institution Polizei auch nicht selbst, beispielsweise des Mordes oder genau, der Gewalt, sondern es wird immer eben abgewiegelt. Und was es gibt, ist, also es gibt Versuche, zum Beispiel ja diese Kampagne Death in Custody, und die hat genau, die hat ein paar Zahlen gesammelt und ist zum Schluss gekommen, dass mindestens zwischen 1990 und 2020 es insgesamt 159 Todesfälle durch staatliche Gewalt gab und dazu zählen sie Polizeischüsse und Tode durch unterlassene Hilfeleistung und auch genau Todesfälle in Haft und Gewahrsam, die dann üblicherweise als Suizid vermerkt werden.
Ja, das wäre dann wieder so ein bisschen Stichwort Urijalo. Genau, also ich habe auch das Gefühl, dass gerade aktuell oder auch dann in den letzten Monaten diese Frage um, wer kann welche Statistiken vorlegen, dass das zu einem richtigen Politikum geworden ist. Da kommen wir vielleicht auch später nochmal zu dem Thema Studien innerhalb der Polizei dazu, Studien von unabhängigen Institutionen. Und das ist ja auch schnell immer so ein Flugstartargument natürlich. Und ich würde aber auch gerne den Blick darauf lenken, dass es auch ein Missstand ist, natürlich zu sehen, dass bei dieser Gewaltform, dieser rassistischen Gewalt, dass es da immer noch keine Notwendigkeit gibt, von Seiten irgendwelcher staatlichen Institutionen Studien in die Richtung zu fördern oder auch an Universitäten das Interesse gibt, dem Thema nachzugehen. Also es betrifft ja die ganze Gesellschaft, die ja auch immer wieder von schrecklichen Fällen liest. Wir haben einige das schon genannt. Aber irgendwie hat sich dann auch niemand rangetraut. Das hat bestimmt auch mit den Machtstrukturen zu tun. Aber sicherlich auch mit eben mit den Machtstrukturen, die eben auch da so gelagert sind, dass Menschen, die eben in Positionen mit mehr Macht sind, die eben solche Studien auch vorschlagen, finanzieren und auch fördern könnten, dass die eben nicht vom Rassismus betroffen sind. Also das ist auch nur eine Vermutung von mir. Und ich glaube, es würde aber auch ausreichen, sich nicht auf Zahlen zu berufen, aktuell, die man nicht, auf die man sich nicht einigen kann, vielleicht auch, die jetzt, wie Beko eben gesagt hat, zwar auch vorliegen und immer mehr Zahlen vorliegen. Es wäre vielleicht auch ausreichend, um solche Studien weiter zu diskutieren und auch voranzutreiben oder auch eben überhaupt eine politische Diskussion darüber zu führen, was rassistische Gewalt und auch rassistische Polizeigewalt für die Gesellschaft bedeuten, wenn man sich auf die Expertise der Opferberatungsstellen für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt beziehen würde. Denn die haben ja eine jahrelange Erfahrung, was eben die Qualität dieser Gewaltform, die Entwicklung über die letzten Jahre dieser Gewaltform angeht. Und ich glaube, alleine wenn man sich diese Fälle anschauen würde, würde man schon viel mehr verstehen darüber, welche Auswirkungen das nicht nur auf die einzelnen Betroffenen hat, sondern auf jeden Fall auch auf die Gesamtgesellschaft. Und da hätte man auch schon jede Menge zu tun. Also es ist nicht so, dass es eben nicht bestimmte Punkte, Zahlen und Menschen gibt, die man fragen könnte, ja, und die auch als Expertinnen dienen könnten. Und da rede ich jetzt eben nicht nur von Aktivistinnen, sondern eben auch von öffentlich finanzierten Stellen, wie eben diesen Beratungsstellen oder auch dem Dachverband dieser Beratungsstellen. Wobei da natürlich auch immer die Polizei dann alles in ihrer Macht Stehende tut, um solche Zahlen dann oder diese Beratungsstellen dann beispielsweise der Unneutralität oder ihr vorzuwerfen, dass sie nicht neutral seien. Also ist ja auch vor kurzem tatsächlich eine Studie an der Ruhr-Universität Bochum veröffentlicht worden, ich glaube am Lehrstuhl Singenstein. Es war eine Dunkelfeldstudie, also hat man unter anderem verschiedene Interviews geführt mit Betroffenen von Polizeigewalt und konnte dann so ungefähr errechnen, wie viele Fälle von Rechts- und Polizeigewalt es gibt. Und genau, ich glaube, der Endbericht ist zwar noch nicht draußen, aber es gab einen Zwischenbericht und das Erste, was die Polizei getan hat, war, oder also nicht nur die Polizei, sondern einmal auf so ministerieller Ebene, die Innenminister, die sich dagegen gewehrt haben und dann auch die Gewerkschaften der Polizei, die Presseerklärungen veröffentlicht haben und in diesen Presseerklärungen eben vorgeworfen haben, dass diese Studie nicht repräsentativ sei. Und das wurde auch nicht weiter begründet.
Es wurde dann einfach gesagt, dass Dunkelfeldstudien, die bilden nicht die Realität ab. Und also es wurde auch einfach gelogen, anders kann man es nicht nennen. Und genau, ein besonderer Skandal ist, glaube ich, auch, dass nicht nur die Gewerkschaften der Polizei eben diese Schmutzkampagne gefahren haben, sondern auch die Hochschule der Polizei in einem Bundesland, ich weiß nicht genau, wo dann auch WissenschaftlerInnen quasi auf diesen Zug aufgesprungen sind und genau dazu beigetragen haben, dass diese Studie eben diskreditiert wird. Und das würde ich der Polizei auch in anderen Bereichen zutrauen. Ja, ich stimme euch beiden voll zu, dass allein, also einfach die Institutionen schon an sich ein Problem sind, so dass die Polizei wenig Interesse hat, ihre eigenen Fehler genau zu korrigieren oder zu reflektieren zumindest, und dass zum Beispiel auch der Justizapparat oder PolitikerInnen oder Ministerien daran auch wenig Interesse haben. Und das Ding ist ja auch einfach, dass es gesellschaftlich dafür einfach noch keine Konsequenzen gibt. Es wird nicht eingefordert, dass eine Aufklärungsarbeit geschieht von einer weißen Dominanzgesellschaft. Ist irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm. Und ja, das ist irgendwie so ein internalisierter Rassismus, der irgendwie so ein Grundpfeiler der Gesellschaft ist. So. Und deswegen ist halt sozusagen, finde ich, dass antirassistische Kämpfe halt auch nicht nur, also auch natürlich ein Kampf gegen die Institutionen sind, aber auch immer ein Kampf gegen eine Gesellschaft, die halt rassistisch ist, misogyn ist, queerphob ist, transphob ist, klassistisch ist, kapitalistisch ist. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, und ich glaube auch, dass das so irgendwie eine der Kernproblematiken ist, warum es eben dann auch schwierig ist, solche Studien und eben auch solche Expertinnenstellen durchzubringen in der Gesellschaft oder eben dann auch an den Stellen, die eben dann auch andere Entscheidungen oder Veränderungen bewirken könnten. Ich glaube tatsächlich, dass oder ich hoffe auch, dass zum Beispiel diese Diskussion, die wir heute machen und diese Aufnahme, dass die vielleicht auch dazu führt, dass ein paar Menschen mehr Bescheid wissen, nicht nur darüber, was halt irgendwie schief läuft, sondern vielleicht auch sich ein bisschen Gedanken darüber machen, warum. Und das ist ja alles auch irgendwie ein bisschen komplexer. Ich glaube, wir sind jetzt gerade mal ein paar Minuten am Diskutieren oder am Austauschen, und wir merken schon, da gibt es viele Facetten und eben auch unterschiedliche Perspektiven dieser Problematiken. Und ich würde mir wünschen, also wenn wir an der Stelle schon eine Forderung formulieren könnten, dass sich tatsächlich eben zum Beispiel Menschen in wissenschaftlichen Machtpositionen, sage ich es einfach mal, und ich glaube, diejenigen, die jetzt zuhören und die in solchen Machtpositionen sind, Professoren, Professorinnen, die wissen, wer gemeint ist, und die wissen auch sehr gut um ihre Macht Bescheid. Und da würde ich mir wünschen, dass die eben auch sich des Themas annehmen und genau hinschauen und eben auch ja, auf der Argumentationsebene einfach dieses Thema begleiten. Ja, das muss ja nicht immer sein, dass man von Anfang an sagt, das sind die Guten und das sind die Bösen oder sowas. Aber da würde ich mir einfach in die Richtung auf jeden Fall auch mehr Interesse an dem Thema wünschen, weil am Ende, da kommen wir vielleicht auch dann nochmal gleich zu, geht es ja eben auch um nicht nur um die Betroffenen, es geht nicht nur darum, dass es eine bestimmte Gruppe von Menschen ist, die dann unter diesen Gewalterfahrungen leidet, sondern es geht eben auch darum, dass das am Ende die Gesellschaft spaltet und dass es Konflikte innerhalb der Gesellschaft schürt, mit denen wir am Ende des Tages alle zu tun haben, eben also. Wenn ich sage alle, dann meine ich eben auch diejenigen, die nicht von Rassismus im Alltag betroffen sind. Und aus diesen Gründen würde ich mir eben auch wünschen, dass Forderung hier an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Kapazitäten haben, sich dieses Themas anzunehmen und Gelder zu beantragen, Anträge zu schreiben und das Thema von allen möglichen Seiten, von verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen aus zu beleuchten. Und dann kriegt man vielleicht auch einen besseren Fuß rein. Ja, also erstmal nochmal sorry für den falsch ausgesprochenen Namen. Tut mir echt leid. Ich hatte jetzt nochmal gestoppt, weil ich dachte, vielleicht wollt ihr doch noch was sagen, bevor ich hier schon weitermache. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir vielleicht mal mehr auf Leipzig jetzt konkret und Racial Profiling als überhaupt schon, sag ich mal, der Start dieses Problems. Also Polizeigewalt ist ja natürlich das
Eine, aber es geht ja schon mit Racial Profiling los. Das an sich ist ja alleine schon schlimm genug. Und da wäre dann meine Frage an euch, wie seht ihr das vielleicht speziell in Leipzig? Wie problematisch ist das hier? Wo ist es vielleicht besonders problematisch? Ja, ich würde da direkt mal einhaken, auch bei der Begrifflichkeit und auch der Erfahrung von verdachtsunabhängigen Kontrollen, die eben meistens BPOCs betreffen, auch hier in Sachsen und Leipzig. Tatsächlich würde ich das gar nicht so sehr von dem Begriff rassistische Polizeigewalt trennen, denn also ich und ich denke auch viele Betroffene von beispielsweise Racial Profiling würden eben auch gerade diese Form als eine massive Art der sozialen Gewalt definieren. Ich kann es jetzt nur direkt auch aus der Beratungsarbeit sagen mit den Betroffenen, dass so eine verdachtsunabhängige Kontrolle, die halt eben zum Beispiel schwarze Menschen tagtäglich trifft, dass die zum einen eine große Scham auslöst, weil das ja oft in einem öffentlichen Raum geschieht. Hier in Leipzig am Hauptbahnhof kann man sich das wirklich tagtäglich, Stunde um Stunde eigentlich fast angucken. Und auch in Räumlichkeiten der sogenannten Waffenverbotszone in der Eisenbahnstraße haben sich diese Kontrollen massiv erhöht. Und die finden in der Öffentlichkeit statt. Und ich glaube, es ist an der Stelle vielleicht ganz wichtig, auch nochmal zu erklären, warum das so schlimm ist und warum das eben auch eine Form der Gewalt ist. Wenn man sich vorstellt, dass man nur aufgrund seines Aussehens von der Polizei angehalten und durchsucht wird, häufig bleibt es ja eben nicht bei Personalmomenten, sondern Racial Profiling ist ja tatsächlich auch möglich in Form von Übergriffen, also in Form von dessen, dass Menschen auch vom Fahrrad gerissen werden und mit Gewalt nach Drogen durchsucht werden, weil ausgegangen wird, dass sie sich per se wehren würden. Und das ist physische Gewalt dann auch. Und tatsächlich ist das oft sehr schambehaftet eben für Betroffene. Weil natürlich alle anderen Menschen automatisch die Verbindung darin sehen, dass wenn die Polizei aktiv wird, wenn die Polizei in Erscheinung tritt, jemanden kontrolliert, dann haben die meisten Menschen gelernt, da ist irgendwas, da muss was sein. Und so werden dann auch Vorurteile postiert und bestätigt, bekräftigt, die vielleicht schon vorherrschen. Und die Betroffenen gehen dann eben vielleicht noch nicht mal mit einer Entschuldigung, in meisten Fällen noch nicht mal mit einer Entschuldigung nach Hause, dass das eben in diesem Fall schiefgelaufen ist, weil sie keine Drogen hatten, weil sie eben den Verdacht nicht erhärtet haben. Und gehen mit dem Gefühl nach Hause, dass sie willkürlich sich dieser Kontrolle unterziehen lassen mussten, oft mit Gewaltanwirkung und sollen es als normal hinnehmen. Und das macht wütend und das ist ungerecht. Und wenn einem das jede Woche passiert, dann ist das natürlich dann ist das natürlich viel mehr als einfach nur Kontrolle. Dazu noch eine Ergänzung. Also die Racial Profiling ist ja rechtswidrig und quasi man kann sich natürlich auch gegen rechtswidriges Verhalten der Polizei wehren und man kann dagegen auch klagen, aber genau, das ist auch so ein Problem, dass da natürlich also man hat nur wenig Möglichkeiten, sich rechtlich dagegen zu wehren, obwohl es eben rechtswidriges Polizeihandeln ist. Und genau, das wollte ich hier nur noch mal sagen. Larissa, du kannst gerne, wenn du direkt was dazu sagen wolltest, darauf direkt antworten. Ich wollte nur sagen, danke, dass du das nochmal gesagt hast, Vico. Das ist super wichtig. Und ich wollte da anfügen, dass natürlich viele Menschen, die dieses Racial Profiling dann betrifft, dass viele von denen nicht muttersprachlich Deutsch sind und in den Fällen wissen sie auch nicht Bescheid über diese Rechte, ne? Und
sind sowieso in einer unterlegenen sozial-gesellschaftlichen Position. Und das macht es natürlich schwierig, auch diese theoretischen Rechte in Anspruch zu nehmen. Genau, und selbst wenn man den Weg zu einer Anwältin schafft, ist eigentlich aussichtslos. Und genau, weil der Nachweis einfach quasi unmöglich ist. Was in dem Kontext aber auch ganz interessant ist, dass das Land Berlin vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr so genau, die haben ein Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet, wo so eine Beweislastumkehr stattfindet. Das heißt, nicht mehr die Einzelne hat nachzuweisen, dass sie einer rassistischen Kontrolle oder irgendwie ein anderes diskriminierendes Verhalten erfahren hat von der Polizei oder anderen staatlichen Behörden, sondern die staatlichen Behörden müssen eben nachweisen, dass sie in dem Fall eben nicht diskriminierend tätig geworden sind. Was ganz interessant ist, ich habe versucht, vor der Aufnahme noch eine Evaluation zu finden, aber habe leider noch nichts gefunden. Aber genau, es bleibt auch spannend, wie sich dieses Gesetz auswirkt, ob das eine Hilfe ist und genau, wie viele Leute davon vielleicht auch profitieren konnten. Ja, ich finde das auch einen voll wichtigen Punkt, den ihr gerade angesprochen habt, dass es halt möglich ist, dagegen quasi vorzugehen, auch wenn man gerade selber kontrolliert wird. Aber natürlich, wenn man zum Beispiel nicht Muttersprachlerin ist oder zumindest nicht den Zugang zu den Informationen hat, was zum Teil auch sich überlappen kann, ne? Vielleicht sind die Informationen auch nur auf Deutsch zum Beispiel, die man als erstes findet. Das ist schon mal die erste Hürde. Und eine weitere Hürde kann ja auch sein, ich glaube, das wurde von Larissa hier vorhin auch angesprochen, dass ja auch einfach das Auftreten der Polizei so, ne? Es kommt halt eine Wanne, da steigen halt irgendwie 6 Leute aus. Und wird eine Person angehalten und die sind alle irgendwie in Vollmontur und bauen sich dann halt so auf. Und ja, und dann ist das einfach so eine krasse Drohgebärde. Und dann auch was zu sagen und selbst wenn man was sagt sozusagen, ne, heißt ja nicht, dass die Polizei dann direkt sagt, so ja, tut uns leid, du hast total recht, sondern die reizen halt die Grenzen permanent aus und überschreiten diese Grenzen irgendwie auch permanent. Genau, und was ich noch generell zum Thema Waffenverbotszone im Osten sagen sollte, es gibt ja, glaube ich, aktuell zumindest ein Gremium, was angeregt hat, ein Leipziger Gremium, die Waffenverbotszone abzuschaffen. Da bleibt es halt spannend, was daraus wird. Ich bin noch nicht überzeugt. Und genauso wie im Zentrum, was der Larissa vorhin auch meinte, ist der Leipziger Osten halt auch da massiv von Racial Profiling betroffen. Zum Beispiel auch ein Beispiel aus der Corona-Zeit. Das war, glaube ich, im Sommer letzten Jahres haben ein paar BIPOCs im Rabet, glaube ich, sich zum Fußballspielen verabredet. Und dann kam die Polizei und hat die halt durch den Park gejagt. Und es waren minderjährige Personen zum Teil und die haben massiv Polizeigewalt erfahren. Genau, das quasi auch nochmal Corona das Ganze in einer gewissen Weise verstärkt. Und dass natürlich das eine Angst von der Polizei generell zur Folge hat und natürlich das Vertrauen in die Institution Polizei natürlich dadurch irgendwie auf den Nullpunkt sinkt. Und ich finde den interessanten Link dann halt auch sozusagen, weil es weißen Aktivismus so ein bisschen angeht, dass es natürlich, wenn es Demos im Leipziger Osten gibt, zum Beispiel vom Schwarzen Block, die vielleicht auf eine gewisse Thematik aufmerksam machen, was gut ist. Aber auf der anderen Seite erhöht das halt massiv die Polizeipräsenz und die BIPOCs haben noch mehr Angst, auf die Straße zu gehen, sozusagen. Also wie sehr werden quasi innerhalb des weißen Aktivismus auch der Ort und die Art des Widerstands reflektiert. Larissa, willst du dazu noch was sagen? Oder? Ich hatte gerade noch einen Punkt und dann habe ich ihn jetzt gerade wieder verloren. Ich wollte, glaube ich, im Wesentlichen nochmal unterstreichen, dass es durchaus traumatische Erfahrungen eben sind, die Betroffenen dann machen, wenn sie Racial Profiling erleben, je nachdem in welcher Situation. Und dass das eben Gewalttaten sind und dass das nicht zu unterschätzen ist, einfach auch was die psychischen Folgen angeht. Ich wollte auch noch mal noch hinzufügen, dass auch dieses Racial Profiling, dass das auch einen Kontext hat und dass das auch eine Geschichte hat, die eben auch sehr eng mit der Geschichte von
dem Imperialismus und kolonialen Praxen sind. Und genau auch diese dieses militärische Auftreten der Polizei, das ist so ein Punkt davon. Immer diese Bereitschaftspolizei, diesen jungen Polizistinnen immer, die in Bannen da anfahren. Genau, und auch der Umgang mit der Bevölkerung so allgemein, der ist auch, also ich meine, Polizei tritt ja immer sehr autoritär auf, aber genau im Leipziger Osten eben nochmal eine Schippe drauf und auch immer mit Zwang, genau, und eben wenig Konsens. Und auch immer diese Herabsetzung des polizeilichen Gegenübers, was ja auch schon angesprochen worden ist. Was ich auch schon oft erlebt habe, ist, dass die Polizei dann irgendwie anfängt, statt zu siezen, wie das sich ja eigentlich gehört, so anfängt irgendwie mit, hey Bruder, was soll das und so. Und genau, das wollte ich auch nur mal ansprechen, dass Polizei eben auch in dieser Tradition dieses entmenschlichenden Kolonialismus tätig wird. Und man, das finde ich auch sehr, sehr deutlich, wenn man sich im Osten bewegt. Ja, ich glaube, wir können an der Stelle echt konkret werden, ne? Also so wie Vigo gerade angefangen hat zu erzählen. Also ich wohne auch hier in der Nähe, unmittelbar in der Nähe von der Eisenbahnstraße, und das sind meine täglichen Wege eben auch. Und es ist tatsächlich eben, auch wenn man nicht direkt kontrolliert wird, einfach einschüchternd. Also für mich jetzt sozusagen auch als junge Frau, die dann auf dem Weg nach Hause ist von der Arbeit. Und ich erinnere mich, es gab eine Situation, die sich dann immer wieder natürlich wiederholt hat, in der Form oder in ähnlicher Form, da so ein Wagen angefahren und auf einmal stiegen da drei Männer aus, mit also schwer bewaffnet, springen aus dem Auto heraus neben mir, und ich hatte keine Ahnung, was gerade passieren wird. Also die waren komplett bewaffnet und da stand nirgendwo Polizei drauf, weder auf dem Wagen noch an deren Kleidung, und da habe ich natürlich persönlich auch erstmal Angst bekommen, ne? Also das ist einfach ein Schreckensszenario. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da mehr drunter leide als die Personen, die es dann eben auch betrifft, so wie Edris eben auch gesagt hat, die dann eben auch gejagt werden direkt. Aber das ist wirklich eine Gewalt, die sich auf das ganze Viertel ausbreitet. Und ich kann aus der Community auf jeden Fall auch erzählen, dass es einige männliche schwarze Personen gibt, die uns ganz klar gesagt haben, das ist eigentlich mein Arbeitsweg, durch die Eisenbahnstraße zu gehen. Aber ich meide, seitdem es die Waffenverbotszone gibt, das Viertel und diese Wege, bei denen ich weiß, dass ich kontrolliert werde. Denn ich wurde ein paar Mal kontrolliert im Zuge dessen. Und ich weiß, dass ich in das Raster falle. Und ich gehe jetzt einen Umweg, weil ich weiß, dass ich kontrolliert werde. Und ich weiß, wie ich dann wie sehr mich das auffühlt und dass es mir emotional eben auch schadet. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht jeden Tag, jedes Mal, wenn ich kontrolliert werde, wütend werden müssen, weil ich natürlich gegen diese Ungerechtigkeit nichts tun kann, ne? Also wie gesagt, das ist hier instrumentalisiert worden, die Waffenverbotszone, ich glaube, wir haben es noch nicht ganz deutlich gesagt, um natürlich auch Menschen zu kontrollieren, besser kontrollieren zu können. Und ja, dagegen können die Betroffenen im Moment nichts tun. Und auch für alle Anwohner fühlt es sich so an, also das kann ich jetzt persönliche Perspektive jetzt sagen, als wäre das eine Entscheidung gewesen, die über die Köpfe der Bewohner dieses hinweg getroffen wurde und auch weiterhin getroffen wird. Und wir haben eben zwar schon über das Thema Studien gesprochen, aber auch hier fehlen einfach ganz klare Studien, die belegen, dass erstens so eine Form der Intervention nötig ist und zweitens, dass so eine Form der Intervention bestimmte Gewaltformen, die scheinbar oder vermeintlich hier herrschen, damit entgegengewirkt werden können.
Und auch da, ich hatte da mal an einer Podiumsdiskussion teilgenommen mit einem CDU-Politiker, hatte ich das Gefühl, es interessiert sich auch niemand dafür, dass es keine Belege dafür gibt, dass es keine sachlichen Argumente für das, was hier an Gewalt in dem Viertel geschieht, gibt. Und das ist ein Missstand. Genau, und also es ist ja im Endeffekt ist ja auch eine Verschleierung von Problemen, die es im, also hier im Leipziger Osten ja auch sicherlich gibt. Aber ich glaube, wenn man so von Sicherheitsproblemen redet, dann sollte man auch in erster Linie von sozialer Sicherheit reden. Und genau, da gibt es genug zu tun im Leipziger Osten. Und also einerseits, weil es eine sehr arme Gegend ist, also Armutsquote ist sehr hoch, auch im Vergleich mit anderen Teilen der Stadt. Und Leipzig ist ja ohnehin schon eine sehr arme Großstadt. Genau, auch so zum Beispiel die Kinder, die eine gymnasiale Bildungsempfehlung bekommen, ist auch im Leipziger Osten, also gerade hier in Neustadt, Neuschönefeld und Volkmarsdorf, auch sehr niedrig. Und genau, ein weiteres Problem ist, es gibt auch viele Menschen mit prekären Aufenthaltsstatusen, die genau auch hier wohnen. Und das sind so Probleme der sozialen Sicherheit, für die sich die Landesregierung natürlich nicht stark macht, sondern das ist denen weitestgehend egal, dass die blicken herab, dass hier wohnen die AusländerInnen. Da müssen wir nichts, investieren, sondern das Einzige, was wir machen, ist, wir kriminalisieren diesen ganzen Stadtteil und genau, damit hat man dieses Problem quasi verschleiert und weggeschoben. Und man verwaltet es dann weg, eben indem man Polizei hier reinschickt und seine Schlagzeilen produzieren kann, wie schlimm es jedoch sei. Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Also vor dem Hintergrund eben dieser fehlenden, eben auch notwendigen wissenschaftlichen Fundierung, diese Argumentation, dass es, dass ein Waffenverbot so notwendig ist, wirkt dieses Mittel, dieses institutionelle Mittel einfach unglaublich unverhältnismäßig. So wie Vico gerade erwähnt hat, gibt es sehr viele andere Missstände und wir können oder ich kann nicht in die Köpfe der Entscheidungsträgerin reinschauen, aber genauso wie Vico es gerade formuliert hat, wirkt es eben auf die Gesellschaft, auf unseren Teil, auf die Menschen, die wir heute Abend auch so ein bisschen repräsentieren. Und auch das ist eben schädlich einfach für den Zusammenhalt in Leipzig und darüber hinaus. Und eines möchte ich jetzt auch noch anfügen, weil Vico gerade eben auch die anderen, sozialen, gesellschaftlichen Missstände erwähnt hat, wenn es darum geht, Gewaltformen einzudämmen oder dagegen vorzugehen, dort, wo sich eben scheinbar strukturelle Gewalt einen Platz verschafft, dann finde ich auch, dass man sich dem Thema rechte und rassistische Gewalt in Leipzig und im Leipziger Umland und in Sachsen widmen müsste. Und zwar dann mindestens mit genau den gleichen Mitteln. Und das wird nicht getan. Und das wirkt eben auch zu diesem Unverständnis auf unserer Seite und auch zum Gefühl der Ungerechtigkeit. Und ja, und das ist eben einfach schädlich für die Gesellschaft. Ja, da möchte ich auch noch was hinzufügen. Und genau, also stimme ich dir auch voll und ganz zu. Und ich glaube, so ein grundsätzliches Problem ist auch einfach, dass viele Menschen, viele BIPOCs, viele migrantisierte Personen, dass die auch gar nicht repräsentiert werden. Also wenn wir auf Landesebene schauen, muss man ja entweder EU-Bürgerin sein oder eben Deutsche sein, um wählen zu dürfen. Und genau, für die Leute, die das eben nicht sind, und das sind ja auch sehr viele, die werden dann eben nicht repräsentiert, also parlamentarisch nicht vertreten. Klar, damit haben sie auch keine Lobby. Und die Parteien, die sich klassischerweise diesen marginalisierten Themen annehmen, die sind auch nicht mehr so stark vertreten. Und auch wenn wir auf Stadtebene schauen, da haben wir zwar den Migrationsbeirat, aber der hat ja auch nur beratende Funktionen und ja, kann im Zweifel immer überstimmt werden. Und genau, das würde ich auch sagen, ist so ein grundsätzliches institutionelles Problem, dass man
viele migrantisierte Personen ihr politisches Schicksal quasi nicht selbst in die Hand nehmen, sondern eben auf Gnade angewiesen sind vom Staat. Und genau, der profitiert oder zumindest CDU-Regierung, die profitiert eher davon bei ihrem Wählerklientel, wenn sie eine harte Hand gegen migrantisierte Personen fährt und nicht, indem sie sich deren Problem annimmt. Ich finde, wenn man sich das gerade vor allem auch alles so anhört und diese Gewalt einfach gegen People of Color, finde ich, ist ja auch einfach ein unglaublicher Missstand, der für mich auch einfach da so ein bisschen ein krasser Widerspruch ist, wenn man so überlegt, dass wir sowieso in der Gesellschaft das Problem von internalisiertem Rassismus haben und auch unabhängig von polizeilicher Gewalt es viel zu viel Gewalt gegen eben diese Menschen und gegen diese Menschen einfach gibt, dass eigentlich gerade sie meiner Ansicht nach mehr Polizeischutz eigentlich erfahren müssten und nicht eben noch Repression von Seiten des Staates und der Staatsgewalt, die ja eigentlich auch dafür da ist und dafür da sein sollte, sie eben zu schützen und eigentlich dazu beitragen sollte, dass sich einfach in der Gesellschaft eigentlich was tut und dass wir endlich mal hinterfragen, warum das eigentlich so ist und was dagegen tun. Und stattdessen macht es halt so ein bisschen den Eindruck, als würde die gerade die Polizei als Institution dieses ganze Problem einfach nur schlimmer machen. Wobei man dann, wenn dazu jetzt direkt erstmal keiner noch was sagen möchte, vielleicht auch mal das Thema aufgreifen sollten. Zum Beispiel, was eben in Hanau vorgefallen ist. Ne? Das war ja auch eindeutig Gewalt gegen People of Color. Und stellt eben auch genau diese Frage. Sie waren einfach da komplett schutzlos. Und man sieht jetzt irgendwie nicht, dass die Folge daraus ist, dass eben diese Menschen mehr geschützt werden. Also mir scheint es halt, dass es in alle Bestrebungen, die nach so einem schlimmen Ereignis einfach kommen, wieder aus der Gesellschaft selber und wenig aus den Institutionen, die eigentlich auch was machen müssten. Ja, also ich finde, aus der Gesellschaft selber würde ich auch gar nicht sagen. Also ich würde eher sagen, dass die Gesellschaft, aus der Gesellschaft selber sollte die Anstrengung kommen, quasi ein würdiges Gedenken zu ermöglichen. Aber das machen halt vor allem die Familien der Betroffenen, der Opferfamilien, die sich da stark gemacht haben und in Kontakt mit der Stadt Hanau und die da aktiv sind und Initiativen gründen und so weiter. Ne? Das ist quasi das macht nicht die weite Dominanzgesellschaft diese Arbeit, die sie eigentlich machen sollten, sondern es machen halt die sowieso schon trauern. Genau, und irgendwie finde ich so generell diese ganze, ich meine, Hanau ist noch nicht so lange her, das ist jetzt knapp ein Monat. Und also irgendwie auch so aus meinem persönlichen Umfeld, ich bin mit irgendwie, ich weiß nicht, die meisten weißen Personen, die ich kenne, mit denen ich befreundet bin, die waren zum Beispiel nicht mal auf einer Demo zu Hanau, so ein Jahr danach. Ne? Und dann frage ich mich so, also wo zur Hölle wart ihr eigentlich? Also warum wart ihr nicht mal ein Jahr danach da? So, ich meine, es waren viele Leute da, aber warum wart ihr eigentlich nicht da? Also, und ich glaube, okay, man kann es vielleicht sagen, okay, manche haben vielleicht ein bisschen Schiss mit dem Corona, das ist eine Kundgebung mit 1000 Leuten, jetzt vielleicht nicht unbedingt so das Beste wäre, aber ja, wo wart ihr irgendwie? Ne? Und dass ich es einfach unfassbar irgendwie ignorant finde. Und ich check halt nicht, warum die halt nicht checken oder die weißen Personen, dass sie einfach eine Verantwortung haben, das mit aufzuarbeiten. Weil es einfach Gruppen in der Gesellschaft gibt, die einfach unter dieser Gewalt leiden und Personen sterben müssen, wegen einer antisemitischen, wegen einer rassistischen, wegen einer misogynen Einstellung, die halt in dieser Gesellschaft verankert sind. Ja, also Hanau ist ein unglaublich schmerzhaftes Thema auf vielen verschiedenen Ebenen. Und ich finde auch, dass es stellvertretend, auf vielen Ebenen stellvertretend für den unzureichenden Umgang einfach mit Rassismus in unserer Gesellschaft steht. Und wir können jetzt viele Theorien darüber
aufdecken, warum auch ein Jahr danach viele weiße Menschen nicht darüber sprechen können oder nicht darüber sprechen wollen, sich das nicht anschauen wollen. Als Politikerinnen, wie auch eben die Gesamtgesellschaft, wie eben angesprochen, mit eingeschlossen. Und ich denke, dass, also für mich persönlich reflektiert das nur auch das Unbehagen natürlich mit dem Thema. Aber so kommen wir auf gar keinen Fall weiter, ne, wenn wir an dem Punkt stehen bleiben. Aber ich denke, es wäre sicherlich gut, vielleicht dieses Unbehagen auch erstmal auszusprechen oder damit einen ehrlichen Umgang finden, dass es Versäumnisse gab, dass es extreme Versäumnisse gab auf Seiten der Politik, aber eben auch auf Seiten der Gesellschaft von jedem Einzelnen. Weil ich habe das Gefühl, dass das auch in meinem Bekanntenkreis mit den weißen Personen, mit denen ich in Kontakt bin, viele in einer Art Schockstarre sich befinden, wenn es um das Thema Hanau geht. Und viele sich vielleicht auch insgeheim ertappt fühlen dabei, auf einmal nichts zu tun und nichts getan zu haben in der Vergangenheit. Und ich glaube, das ist ein großes Thema, Schuld und vielleicht auch in der Vergangenheit die Verweigerung von Verantwortung. Und ich glaube, dass das ist ganz schwierig, da eben aus unserer Perspektive oder von unserer Seite aus da irgendwie einen Diskurs anzustoßen. Und deswegen hier auch an der Stelle die Bitte und die Forderung an alle weißen Menschen, nicht nur die in Machtpositionen, sondern an alle Menschen, die das Privileg haben, eben nicht aus der betroffenen Position heraus das Thema Hanau zum Beispiel immer wieder anzusprechen, sondern an alle anderen, die nicht direkt betroffen sind von Rassismus. Bitte sprecht das Thema an und sorgt so dafür, dass das Thema kein Tabu wird und dass auch Hanau kein Tabu wird, so ähnlich wie andere Themen, wie Urialo, wie NSU in der weißen Mehrheitsgesellschaft, in der Mehrheitsgesellschaft ein Tabuthema wird. Also bitte sprecht es an, im Kleinen und im Großen, und sorgt damit dafür, dass wir irgendwann diese Hemmung, diese Schwelle von verfehlter Verantwortungsübernahme, Schuld und Abwehr überwinden können. Ja, da finde ich in diesem Kontext das Wort Unbehagen auch ganz, 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 ja, spannend, weil genau wie du gerade vollkommen richtig gesagt hast, es wäre wichtig, wenn weiße Menschen mehr darüber reden und auch mehr Aufklärungsarbeit betreiben würden. Aber ich habe irgendwie auch sehr oft das Gefühl, dass dieses Unbehagen eher dazu führt, dass die Leute dann verstummen. Ich weiß nicht, immer dieses, dann viele weiße Menschen wissen dann eben nicht, was sie tun sollen und genau deswegen halt dann lieber nichts sagen oder es nicht ganz oft so komische Ängste, dass man irgendwie was Falsches sagt und dafür dann irgendwie von unserer Seite aus, sag ich mal, irgendwie sanktioniert wird. Und genau, also es ist meiner Ansicht nach zumindest auch besser, Fehler zu machen und dafür korrigiert zu werden und das auch gar nicht als Affront irgendwie zu begreifen oder als irgendwie was einem zum schlechten Mensch macht, sondern genau, man lernt eben auch dabei. Und jedenfalls ist alles besser als, da würde ich dir auch voll zustimmen, weil es einfach nichts zu tun und zu schweigen und genau damit dafür zu sorgen, dass diese Dinge in Vergessenheit geraten, wie sie es leider schon so oft sind. Ja, ich finde das mit dem darüber reden ein sehr interessantes Thema, weil es für mich also mehrere Ebenen irgendwie hat. Also auf der einen Seite denke ich schon, es muss einen breiteren gesellschaftlichen Diskurs darüber geben. Und es ist auch einfach nicht nur sozusagen dann zum Jahrestag irgendwie interessant sein soll, sondern halt auch jeden Tag eigentlich. Also genauso wie man halt jeden Tag einfach auf den Blick haben sollte, dass halt es Femizide gibt. So. Also sind einfach Themen, die man eigentlich immer auf den Blick haben sollte. Und es braucht nicht immer die betroffenen Personen mit ihren Tränen, die daran erinnern, dass man aus dem Arsch kommen muss. So. Genau, also quasi diese eine Ebene, okay, es muss einen breiten gesellschaftlichen Diskurs geben. Auf der anderen Seite finde ich aber halt auch, ich möchte jetzt nicht von einer weißen Person hören, ach ja, Hanna war so schlimm. So, ne? Also, weil da denke ich mir so, okay, das ist halt in dem Moment krass unsensibel. So, ihr könnt gerne eure weißen Tränen mit anderen weißen Personen austauschen, aber jetzt vielleicht nicht mit Personen, die als Personengruppe selber quasi von so einer rassistischen Gewalt betroffen sein können oder Mütter und Schwestern und Tanten und Onkel verloren haben können, so, ne? Also
Genau, da gibt es, glaube ich, irgendwie viele Ebenen. Und quasi was diese Fehlerkultur angeht, was du ja auch angesprochen hattest, Biko, ja, auf jeden Fall so, ne? Ich glaube, es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, was dieser Fehler genau ist und in welchem Kontext er stattfindet und wie reflektiert dann die Person auch im Nachhinein ist, wenn man sie auf eine gewisse Kritik anspricht, glaube ich. Das hat, also zumindest in meinem persönlichen Umfeld, wenn ich halt merke, dass die Person offen dafür ist, Kritik anzunehmen und halt nicht sozusagen immer wieder defensiv reagiert und selber auch eine Arbeit reinsteckt, um sich mit gewissen Themen zu beschäftigen, dann komme ich damit auf jeden Fall auch klar. So, ne? Wenn die Person natürlich immer wieder dieselben Fehler machen, dann denke ich mir so, okay, setzt euch halt hin und beschäftigt euch mit Themen. Ja, also ich finde das auch ein ganz, ganz schwieriger Grat. Wenn wir über Fehlerkultur sprechen, dann finde ich, müssen wir auch über Fehlertoleranz sprechen, auf unserer Seite natürlich. Und da sehe ich auch auf jeden Fall Nachholbedarf. Ich glaube, es ist auch wichtig, an dieser Stelle zu erwähnen, denn es ist auch klar, dass gerade aus einer Minderheitenposition heraus, dass wir bessere Chancen haben, wenn wir auch eine flexiblere Position in manchen Punkten oder an manchen Punkten des Prozesses einnehmen, was zum Beispiel so eine Fehlertoleranz auch angeht oder was die Bereitschaft angeht, immer wieder natürlich auch den Diskurs anzunehmen. Und das ist ja auch das, was wir heute Abend hier machen, ne? Also wir sprechen ja heute Abend vornehmlich über Themen, die uns jetzt nicht komplett neu sind, sondern wir hoffen ja damit eben auch Menschen zu erreichen, die vielleicht genau das betrifft, die eben Angst haben, über Hanau zu sprechen und über Rassismus im Allgemeinen zu sprechen und die eben Angst haben, etwas dagegen zu tun. Und genau, ich glaube, da sind auf jeden Fall beide Seiten gefragt, also Mehrheits- und Minderheitsgesellschaft und genau, und auf ganz viel Fingerspitzengefühl natürlich auch. Und vielleicht noch eine Anmerkung, dass, genau, nur weil ich das vorhin, glaube ich, nicht klar genug erwähnt habe, dass wenn Betroffene euch sagen, also euch weißen Leuten eine Geschichte erzählen, was für ein Leid sie irgendwie durchmachen, genau, dann glaubt ihnen erstmal so und genau versucht es nicht zu relativieren. Ich glaube, das ist auch was einer sehr oft vorkommt. Ja, ich finde das auf jeden Fall alles auch ganz wichtig und bin froh, dass wir irgendwie die Möglichkeit zu dem Diskurs hier gerade haben. Ich würde vielleicht so langsam abschließend nochmal das Thema zurück in Richtung Polizeigewalt nochmal leiten. Und zwar ganz speziell auf den Aspekt, dass eben die meisten Übertritte und Fehlverhalten von Seiten der Polizei einfach völlig ohne jede Konsequenzen bleiben, auch wenn das rechtlich eigentlich nicht so sein dürfte. Und vielleicht in dem Zug nochmal darüber reden, was muss eigentlich sich jetzt ändern, damit das besser wird? Stichwort vielleicht die Polizeistudie und genau, was kann dagegen getan werden, dass zum Beispiel das große Problem besteht, dass es eben besonders in Deutschland einfach keine unabhängige Beschwerdestelle gibt. Darüber hatten wir am Anfang ja schon mal ganz kurz geredet, als wir schon dabei waren zu sagen, okay, wenn man eben von Seiten der Polizei irgendwie gewalttätiges Verhalten erfährt, dann geht man natürlich nicht zur Polizei, um Hilfe zu bekommen dagegen. Aber genau das ist das Problem. Wo kann man hingehen? Was sollte sich ändern? Und darüber würde ich jetzt vielleicht zum Abschluss gerne nochmal mit euch sprechen, beziehungsweise euch dazu fragen, was eure Gedanken dazu sind. Okay, dann mach ich einfach mal den Anfang. Genau, ein Stichwort war ja so Polizeistudie. Ich glaube, genau, es ist einfach wichtig, so wissenschaftliche Fakten zu haben, um irgendwie substanziell über Probleme diskutieren zu können. Ich glaube, in dem Kontext ist auch wichtig zu sagen, eine Studie hängt natürlich auch immer davon ab, wer die Studie macht. Und zumindest das, was jetzt beschlossen worden ist, es soll eine Polizeistudie zu rassistischen Einstellungen innerhalb der Polizei geben. Aber die ist
wird wahrscheinlich sehr relativierend sein, weil auch quasi einbezogen werden soll, weshalb Polizistinnen letztlich dann rassistisch handeln. Und genau da wird dann eben so drauf abgezielt, dass Polizistinnen ja so oft schlimme Erfahrungen machen mit migrantisierten Personen und sich deswegen ein rassistisches Weltbild entwickelt. Aber genau, das ist natürlich Quatsch. Also, ja. Genau, ich schließe mich dem von Vico Gesagten auf jeden Fall an. Ich denke halt auf jeden Fall auch, dass die zum Beispiel die Polizei selber natürlich keine Institution sein kann, die sich selber quasi evaluated, ob sie jetzt Polizeigewalt anstellen. Dafür sollte es natürlich andere Institutionen geben und andere Beschwerdestellen geben. Das sollte eigentlich klar sein. Und dann vor allem auch, weil die Polizei, was wir ja eben auch, worüber auch vorhin auch geredet haben, so eine krass militarisierte, autoritäre Organisation ist sozusagen. Ne? Und das ist ja in den seltensten bis in keinem Fall ein Mittel, um in irgendeiner Weise bei Situationen, also wenn es jetzt nicht um Racial Profiling geht, so, ne, also das führt eher zur Eskalation als zur Deeskalation. Und dann wäre es halt super wichtig, eigentlich die Gelder, die die Polizei hat, einfach umzustrukturieren und zu sagen, okay, ihr kriegt halt ein bisschen was, aber wir haben halt noch ganz viele andere Institutionen, die wir schaffen, die halt sozusagen eure Arbeit mit übernehmen und halt versuchen, eher deeskalativ als eskalativ irgendwie zu handeln. Ja, ich kann mich da auch anschließen und mache es kurz. Ich wünsche mir eine Versachlichung oder ein Bekenntnis zur Versachlichung der Argumentation um die Notwendigkeit einer unabhängigen Beschwerdestelle und auch um die Notwendigkeit einer Studie und auch unter dem Einbezug eben von wissenschaftlichen Studien oder von wissenschaftlichen Herangehensweise an die Themen. Und ich wünsche mir, was ein ganz konkreter Schritt auf jeden Fall auch wäre, eine höhere Bezuschussung, eine finanziellere, eine größere Unterstützung finanzieller Art für die Betroffenen in Form dessen, dass die Beratungsstellen mehr Unterstützung politisch, aber auch eben finanziell erhalten, weil der Trend ging in der letzten Zeit, also bundesweit, eher in die gegenläufige Richtung, dass Gelder gestrichen worden sind. Und das macht vor dem, was wir heute alles besprochen haben, überhaupt gar keinen Sinn. Und das wäre aber ein ganz konkreter Schritt, eben auch im Zuge und im Kontext von Hanau zu sagen, nee, wir sind dabei und wir sehen das und wir sehen die Notwendigkeit und nicht Gelder streichen. Ich finde auch, dass, was Edris ja auch schon ein bisschen angesprochen hat, eine Umstrukturierung der Polizei auch einfach, glaube ich, längst überfällig ist. Und zwar auch zu mehr Demokratisierung, also dass Aufgaben der Sicherheit, die es ja sicherlich auch gibt und wahrscheinlich auch in Zukunft geben wird, dass das halt nur eine Behörde machen kann oder ja, ein Organ, das eben vollständig demokratisiert ist und genau, eben nicht nur auf parlamentarischer Ebene, dass irgendwie die Gesetze im Parlament beschlossen werden, sondern dass auch eben konkret der Vollzug von Polizeiaufgaben, dass der transparent gestaltet ist, dass auch die Personalauswahl, dass da ein Gremium die Aufsicht drüber hat, das demokratisch ist, dass auch gerade auch, wo Minderheiten drin sind, die genau da auch einen Blick drauf haben, die da auch ihre Interessen mit reinbringen können, eine Chance dazu haben. Genau, so ein Organ braucht es dann auch. Das waren auf jeden Fall dazu jetzt ja auch noch ganz konstruktive Vorschläge auch. Ich finde zum Beispiel auch tatsächlich eine unabhängige Beschwerdestelle sehr sinnvoll, die eben auch die Polizei kontrolliert. Das gibt es ja durchaus auch in anderen Ländern so. Das bleibt ja erstmal nur zu hoffen. Ich hoffe, dass auch die Zuschauerinnen zur Sendung vielleicht auch da jetzt viel draus mitnehmen und sich viel von dem annehmen, was ihr besonders auch an Appellen halt an alle gerichtet habt. Und ja, dann würde ich mich auf jeden Fall echt für euch bedanken, bei euch bedanken für eure Zeit und dass ihr euch extra jetzt hierher gesetzt habt. Ich meine, das muss man, glaube ich, auch einfach nochmal sagen.
dass es einfach nicht selbstverständlich ist, dass ihr euch jetzt in eurer Freizeit und so weiter hier hinsetzt und immerhin über eine Stunde eurer Zeit jetzt schon dafür aufwendet, andere aufzuklären sozusagen. Denn Job ist vielleicht auch selber wer, sich aufzuklären. Von daher, ja, freue ich mich wirklich, dass es geklappt hat. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall an euch. Und wir sehen und hören uns ja dann zur nächsten Folge. Ja, danke schön auch. Ich bedanke mich an die Runde. Ja, auch von mir danke. War schön mit euch. Ja, auch von mir danke für die Runde. War anstrengend, fand ich irgendwie, über gewisse Thematiken zu reden, aber es bleibt wichtig, darüber zu reden.